Jetzt gehen wir aber an die Psychologie des Ganzen heran mit Sigrun Großmanit. Nochmal schönen Mittagstisch an Sie. Blicken wir zunächst mal auf die Gesamtsituation. Es ist jetzt im Jahr 2018 auch das ein oder andere Mal vorgekommen, dass Trennung oder Beziehungsstreits zu solchen Handlungen geführt haben. Grundsätzlich sehen Sie da schon irgendwo einen roten Faden, wohin das führen könnte? Also man muss sagen, dass eine Familie nach außen hin harmonisch erscheint, sagt noch gar nichts. Die Frage ist, wie kann man in Konflikten auskommen? Wie hat man streiten gelernt? Was war in der Vorgeschichte? Jede Tötungshandlung hat immer eine Anlaufsgeschichte. Und die Tötung entstammt meist einer Situation, die 0815 ist und einmal zu viel. Das heißt, hier kann ein Wort das andere ergeben und eine Handlung, meist der sozial weniger kompetente, greift dann zu Gewalt. Und diese Gewaltanwendung dient dem Zweck gewissermaßen, diese Stimmung oder dieses Gefühl, was er in sich trägt, zu löschen. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es wäre möglich, dass es eine Trennungssituation oder einen Vorwurf gegeben hat, einen, den es vielleicht schon öfters gegeben hat und der war halt einmal zu viel und dann hat sich das abgespielt. Jetzt haben wir von unserer Reporterin gehört, dass an und für sich die Familie sehr unauffällig gewesen ist. Ganz im Gegenteil, man hat mit ihnen zu Festivitäten ein Bierchen getrunken, konnte sich gut mit ihnen unterhalten. Jetzt haben sie auch davon gesprochen, man weiß nicht, was hinter der Fassade passiert. Wie oft kommt das in Österreich vor, dass man vielleicht eigentlich glauben würde, es würde alles stimmen, aber eigentlich ist gar nicht so? Also bei jedem Tötungsdelikt kann man im Nachhinein, wenn sie Zeugen befragen, Nachbarn, Freunde, Bekannte, kann man eine Zweiteilung machen. Die einen sagen, hätte ich ihm nie zugetraut, er war der liebste Mensch. Und die anderen sagen, ich habe mir immer schon gedacht, er hat einen gewissen Blick gehabt oder einmal ist er ausgerastet. Das heißt, man kann einem Menschen das nicht wirklich ankennen. Das, was wir aber in der Vorgeschichte oft haben, ist Gewalt. Androhung. Also es gibt Auseinandersetzungen und Drohungen, die nicht immer nach außen dringen. Tatsache ist, dass hier eine akute Spannungssituation sich geschaffen hat. Zwei Menschen haben die geschaffen. Grundsätzlich wissen wir auch, dass sich der 16-jährige Sohn im Haus befunden hat, aber vermutlich nicht an Ort und Stelle, wo das passiert ist. Trotzdem, was geht in der Psychologie eines 16-Jährigen vor, der doch beide Elternteile, seine Elternteile bezeichnet auf seine Schwester, ist ja nur von der mütterlichen Seite, glaube ich, aus erster Ehe mitgenommen worden. Also für den Buben ist das natürlich ein furchtbarer Eindruck. Wir können aber nie von einem Trauma auf die Folgen schließen. Aber wesentlich ist, dass der in einem geschützten Umfeld ist, dass der drüber sprechen kann, weil in meisten Fällen spricht das niemand mehr an. Man will das Kind schonen, man tut dem Kind aber nichts Gutes, wenn man es so schont, unter Anführungszeichen. Es sei denn, er selbst möchte es nicht. Ansonsten ist etwas wesentlich, dass die Spannung, die Angst, die Wut, der Schmerz auch einen Weg findet, sich zu kanalisieren und nicht in irgendeiner Art und Weise in ihm versteinert oder einfach vorhanden bleibt. Später wird es noch zu einer Aussprache sicherlich kommen zwischen Vater und Sohn. Und da wäre es ganz, ganz wichtig, was immer war und wie es war, dass der Vater dem Sohn direkt sagt, wie das passiert ist. Und nicht, dass man 100.000 Hypothesen und was ich was hört aus der Zeitung. Natürlich alles nicht jetzt, weil der Sohn ja Zeuge in dem Verfahren ist, sondern später. Und da wissen wir unterschiedliche Wege oft. Die einen Kinder wenden sich ab, wenn ein Elternteil durch den anderen getötet wird. Und die anderen bleiben dabei, besuchen den im Gefängnis und versuchen zu verstehen, wie das passiert ist. Grundsätzlich wissen wir auch, dass der Vater noch nichts zu der Tat sagen wollte, sagen konnte. Jetzt gibt es Täter, die zeigen sich geständig, schildern vielleicht auch gleich mal den Tathergang. Was sagt das möglicherweise auch über einen Menschen aus, wenn er sich komplett verschließt? Ist das normal, dass man ein paar Tage vielleicht benötigt, um darüber sprechen zu wollen? Ist da jeder Typ unterschiedlich? Gibt es da psychologische unterschiedliche Ansichten? Das sagt im Moment noch gar nichts aus. Manche schweigen zweckgebunden. Es ist besser, man sagt nichts. Manche können vor lauter Gefühlen im Zeitpunkt dieser Tat sich gar nicht noch detailliert erinnern und brauchen ihre Zeit. Und man darf ja nicht vergessen, dass auch für diesen Mann, der tatverdächtig ist, die Welt plötzlich eine ganz andere geworden ist. Und dazu braucht er ja auch Zeit.